Welches Motiv haben wir? Und das ist aber hübsch. Das ist schön, ne? Ja, das kenne ich gar nicht, das Motiv. Ja. Aber tanzen, man wäscht doch mit Persil. Ja, genau. Aber das ist ne, die moderne Frau. Ne? Sehr gut, ja, ja, richtig. Ja, ja. Genau, also zu Emailchill, da haben wir natürlich schon fast alles erzählt. Ich bin sehr gespannt, was Neues kommt. Bitte schön, die Dame. Weil dieser Glasschmelz, ich finde es ja toll. Ja. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Detlef Kümmel. Hallo. Und ich bin die Zilli. Zilli, ich bin der Horst. Liebe Zilli, von wo kommst du? Ich komme aus dem Allgäu, also aus Aitrach. Mhm. Das liegt genau an der Grenze zwischen Memmingen und Leutkirch an der Iller. Das kennt man tatsächlich. Ja. So, meine Liebe, was machst du denn so? Bist du noch am Arbeiten? Nein, ich bin schon in Rente. Wunderbar. Und spiele auch gerne meine Hobbys. Also ich spiele gerne Karten. Mhm. Und wir sind ein paar Geschwister. Wir treffen uns jedes Wochenende. Und dann ach, das ist aber toll. Wie viele Geschwister seid ihr? Noch 3 Schwestern und wir treffen uns jedes Wochenende und machen so Spieletage. Das finde ich so schön und das ist so selten. Meine Liebe, wo hast du dieses schöne Werbeschild her? Ja, wir haben früher ein Geschäft gehabt. Mhm. Zuerst eine Bäckerei und ein Lebensmittel. Und das habe ich wirklich als Dachbodenfund in den 90er Jahren gefunden. Gut. Hier sind wir jetzt an Detlef Tisch. Und deswegen freue ich mich auf eine schöne Expertise. Ich mich auch. Ich mich auch. Ja. Was haben wir vor uns? Wir haben ein Emailschild vor uns. Über das Glasschmelzverfahren haben wir schon viel gesprochen, dass es natürlich auch sehr bedeutend war, denn diese Werbeschilder waren plötzlich für den Außenbereich auch geeignet, haben sehr lange gehalten. Es gab sie in verschiedenen Formen, das heißt also einmal ganz geradlinig, dann gab es sie mit Abkantungen oder auch so wie hier in der besten Form, wenn es gewölbt war. Mhm. So, und diese gewölbten Schilder wurden sehr häufig im Auftrage hergestellt. Also das heißt, eine Firma hat die Idee gehabt, was sie haben wollte. Ein Designer hat es dann entworfen und dann wurde es dann bei namhaften Firmen dann hergestellt. Hier ist es sogar etwas anders, denn wenn wir bei Henkel sind, Henkel war eine der Firmen, die wirklich maßgeblich an der Werbung beteiligt waren. Speziell für Persil wurde sehr, sehr viel geworben, weil man hat also sehr schnell entdeckt, dass die Vermarktung nicht nur über Zeitungen funktioniert, sondern auch durch Werbeschilder. Und deshalb sieht man, hier unten aufgeführt steht sogar Henkel und Zie als Hersteller. Das heißt, in Düsseldorf ansässig, die haben also schon als eigenes Label dann auch produziert. Und Persil wurde von Anfang an schon in einem kleinen Strohkarton, wurde der dann abgepackt und man hatte so ein festes Paket. Und genau diese Form sehen wir hier auch schon. Mhm. Und das Innovative daran war, jetzt sehen wir auch hier die beiden Generationen. Denn die alte Generation kannte es noch so, wenn man waschen wollte, musste man erstmal mit ein Stück Kernseife, das ist die Seife komplett einreiben. In das war ja noch Waschmittel. Richtig mal hoch. Genau, dann wurde gerubbelt. Anschließend wurde mit Chlor noch gebleicht, was sogar für die Haut und auch für den Stoff schädlich war. Ja. Und ganz nebenbei hat es auch unangenehm gerochen. Und all dies wurde plötzlich erleichtert durch Persil. Das waren nämlich durch die Chemiker 2 Stoffe. Persil ist ein Silbenwort. Einmal aus Natriumperborat und Natriumsilikat. Das heißt, diese beiden Worte setzen sich zusammen. Perborat war zum Bleichen da und Silikat war dafür da, um den Schmutz zu lösen. Mhm. Diese beiden Stoffe wurden zusammengemischt. Mit Wasser in Verbindung setzte sich Sauerstoff frei und diese Luftbläschen, die da entstanden, die lösten den Schmutz an. Das heißt, man hatte also plötzlich ein selbsttätiges Waschmittel und man stellte fest, Waschen ist plötzlich wieder einfach geworden. Super. Und hier sieht man sogar an diesem Schild, dass es sich komplett auch auf diesen Generationenwechsel einstellt. Denn schau mal, wenn du das Schild siehst, die alte Dame ist aufgeführt. Und wenn man hier drüber fühlt, das merke ich jetzt hauptsächlich, ist alles so viel, viel stärker schabloniert. Das heißt, diese ganze Darstellung ist wie so ein Relief aufgebaut. Also so würde man fast in der Antike ein Relief sehen. Es wurde fast rausgeschnitzt. Die Dame, die da gegenüber steht, ist ganz glatt und plan gedruckt. Das heißt, selbst in der Drucktechnik hat man schon einen Unterschied zu sehen. Die junge Dame hat einen modernen Schnitt der 20er, Anfang 30er Jahre. Die alte Dame noch so, wie es früher war. Sie kauft einen mit einer Handtasche, hat also auch nur Persil dabei. Ja, ich kaufe nur Persil. Und die alte Dame weiß gar nicht, wie gewaschen wird, aber sie hat die Lebensmittel dabei. Das heißt, man sieht schon, da ist also wirklich etwas passiert. Ein Umbruch. Genau, der Umbruch ist da und es wird also stark geworben. Und wir holen natürlich auch die alten Leute mit hinzu und sagen, schaut mal, es ist jetzt haben wir oft genug über alt gesprochen. Wie alt ist das Schild? Genau, das Schild ist aus dem Ende der 20er, Anfang 30er Jahre. Wow. Was sagst du zum Zustand?
Der Zustand ist sehr gut. Das Einzige, was ich bemängeln muss, sind an den Ecken, an diesen Verbindungen. Ja. Da sind einige Abplatzer. Das liegt einfach daran, weil es etwas unsachgemäß aufgehängt worden ist, also etwas zu hart angenagelt. Oder bei der Demontage wurde etwas zu stark gezogen. Mhm. Gut. Silly. Den Namen werde ich jetzt nie wieder vergessen. Schade, dass du kein Lädchen mehr hast. Was würdest du denn gerne haben wollen? Ja, also so 350 Euro würde mich schon freuen. Kann Detlef die durchwinken? Das Schild trägt ein sehr schönes Motiv. Es ist sehr farbfrisch, es ist auch im Druck völlig unbeschädigt. Wir haben nur am Rand einige Läsuren und hier können wir noch eine Mini-Beule beklagen. Ja, also. Das ist also das Einzige. Und in diesem Zustand bin ich deutlich besser unterwegs, als Sie denken. Ich wäre hier so bei 450 Euro mindestens und es kann sogar bis 600 Euro werden. Och, das wäre ja toll. Ja. Da würde ich mich freuen. Du, da kannst du mit deiner Schwester, wenn ihr dann irgendwo dann sitzt, ja, einfach mal anstoßen auf uns. Das machen wir auch. Ja, an uns denken. Wir merken das nämlich immer. Ne? Mhm. Wir merken, wenn jemand... Ja, wir merken das. Meine liebe Silly, bitteschön. Vielen Dank. Viel Vergnügen bei den Händlerinnen und Händlern. Da geht's rüber, meine Liebe. Tschüss. Dankeschön. Danke. Danke. Jetzt die Händlerkarte in dran sein, ist einfach ein tolles Gefühl. Und da freue ich mich jetzt schon lange drauf. Und jetzt hat's geklappt. Ein Emailschild. Oh. Aber Tantchen. Aber Tantchen, wie süß. Hm. Oh Gott. Süß, ne? Ja. Von hinten auch okay. Das ist 50er, ne? 20er. Ja. Das ist Vorkrieg. Echt? Ja. Das ist super. Vielleicht wurde es auch noch bis 1930er Jahre benutzt, aber das ist echt schön. Ich würde auch dafür kämpfen, dass es mindestens, also 450 bis 500 Euro mindestens reicht. Dann heißt es jetzt Daumen drücken, dass das fast 100 Jahre alte Waschmittelschild für saubere Gebote sorgen kann. Guten Tag. Hallo, die Damen. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie machen mir oder uns eine unglaubliche Freude, weil das Schild in so einem schönen Zustand. Ja. Schön, dass Sie hier sind. Doch, freut mich. Und die Expertise war auch überrascht, dass das Schild auch noch so gut erhalten ist. Genau. Und schon so alt ist. Ja. Diese Schilder waren ja für draußen. Die waren ja immer draußen an den Wänden. Und dann gibt es halt Läden, da kommt die Sonne halt täglich rum und dann wird es auch bleich und bleicht aus. Aber das ist wirklich für das Alter, 20er Jahre, ist ja, das richtig? Ja, 20, 30er Jahre, also genau. 20 bis 30er. Genau. Und ich war selber überrascht, ich habe gedacht, so 60er Jahre. Ab. Ich dachte, nein. Ich starte mit 300 Euro. Ich biete 350. 400. 420. 50. 70. 500. 550. 600. 620. 50. 670. 80. 700. 720. 750. 60. 70. 80. 90. 800. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 890. 900. 10. 20. 30. 40. 50. 60. Jetzt bin ich raus. Sehr gut. Ich glaube, das ist gut bezahlt. Ja, freut mich. Ne? Sie dürfen es kaufen. Dankeschön. Sehr gut. 960 Euro. 500, 700, 900, 50 und 60. Bitte schön. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke auch. Vielen Dank, ein wunderbares Objekt. Ja, vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Ein herrliches Schild. Steve, auch wenn es sicherlich gut bezahlt wurde, aber... Ich gönne es dir. Danke. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es also eigentlich alle Händler oder die meisten Händler mitgeboten haben und dass es so bis 960 Euro hätte ich nie gedacht. Gibt eine schöne Reise.